Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Supermarket Simulator. Beim letzten Mal haben wir die vorletzte Lagererweiterung gekauft und ich hoffe, dass wir heute die Lizenz für Bier bekommen. Scheinbar habe ich den Tag wieder nicht vernünftig beendet, das machen wir fix. Bekommen wir doch hin, sollte die leichteste Übung sein. Jawohl, ja. Rechnungen sind ab. Preise sollten automatisch angepasst werden. Hier liegt wieder Zeug im Gang. Hier liegt viel Geug im Zang. Okay. Hier liegen überall Waren und Gegenstände. Kann ich die auf die Treppe werfen? Nee, so hat man auch nicht geworfen. Es ist mir selber gerade eingefallen. So, ich mache schon mal als Bestellung fertig, was wir auf jeden Fall fertig machen können. Sodale. Bleichmittel. So, ich glaube, ich habe an alles gedacht. Wir bestellen einfach mal. Das wird wieder sehr, sehr viel. Nein! Kein Problem, wir haben es gerettet. Ja, das war wieder eine sehr, sehr große Bestellung. Ich dachte, kurz dagegenüber liegt was. Ja, hiervon habe ich mal etwas mehr bestellt. Da klatschen wir uns einfach das komplette Regalbrett voll. Aber wir haben ja den Platz. Und ja, heute werden wir die neue Lizenz nicht kaufen können, aber vielleicht am morgigen Tag hiermit genauso. Da habe ich auch so viel bestellt, dass wir das ganze Regal voll machen können. Also ein Regalbrett, nicht das ganze Regal. Ja, dass sie hier alle über unsere Schachteln fahren, sind wir mittlerweile gewohnt. Ist ja alles nichts Neues mehr. Dass die Sachen auf der Feuertreppe landen, ebenfalls. Alles wie immer. Gib mir das, bitte. Hallo? So, occupied. Okay. Dann müssen wir den ganzen weiten Weg auf uns nehmen, um es ins Lager zu tragen. So, auf der Straßenseite war das, glaube ich, alles. So, haben wir alles? Ich denke, ich hoffe, ich glaube, ich möchte bitte nicht überfahren werden. Vielen Dank. So. Gut, dann würde ich sagen, können wir eröffnen. Wunderbar, auf zum Bier! Ist Bier vermutlich Kühlschrank-Zeugs, ne? Ja, hier könnten wir auf jeden Fall... Wie viele Sorten waren es? Das waren viele. Wir gehen gucken. Es waren etliche Sorten Bier. 4, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Wir schauen nach. Ja, 4 Sorten Bier. Humus muss vermutlich auch gekühlt... Ja, Chips nicht. Wodka weiß ich nicht. Glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. So, ja, notfalls haben wir hier noch Kühlung. Das ist also nicht das Problem. Ist die Frage, ob wir hier dann nicht... Oder ob wir hier einen extra Bierkühlschrank hinmachen. Das würde schon irgendwie ein bisschen Sinn machen. Oder nochmal was umräumen. Hier eine Lage Wasser raus zum Beispiel. Nee, das sind... Ich bin verunsichert. Wir schauen. Das Bier und das Fleisch passt gut zusammen, aber sinngemäß ist es nicht, ne? So ehrlich müssen wir ja sein. Ja gut, hier würde auch kein Bier hinpassen. Thematisch. Wir gucken. Ich kann es noch nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, ob Bier wirklich in den Kühlschrank muss. Das kann man hier auch nicht sehen, ne? Nee, kann man nicht sehen. Ja, dann müssen wir uns überraschen lassen. Ja, sonst hätte ich vielleicht überlegt, hier eine Lage Wasser rauszunehmen. Guck ich mal kurz, wie viel... Oh, Wasser. Hier Wasser. Das muss ich natürlich... Moment. Wie angebrochen? Bist du sehr angebrochen? Das ist sympathisch. Oh, der auch. Das kriegen wir auf jeden Fall eine Lage raus. Nur muss ich die Schachteln in der Zeit wieder wegnehmen. Sonst wissen wir alle, was passiert. Das möchte niemand. So. Eigentlich. Es würde Sinn machen, das Wasser da unten mal rauszunehmen und hier mit reinzupacken. Hilft uns bei der Bierproblematik aber nicht. Wenn man ganz ehrlich ist. Das hilft uns dann nicht wirklich weiter. Wir lassen es mal so. Mach das mal weg. So viel Wasser wird ja in der Regel auch nicht gekauft.
dass man da irgendwie in die Bredouille gerät. Ich bin unschlüssig. Eigentlich würde es Sinn machen, einen extra Bierkühlschrank zu machen. Das machen wir auch. Das hier ist Quatsch, was ich hier mache. Das macht nicht so viel Sinn. Ich bestelle einen extra Bierkühlschrank. Die kostet 3.500. Die Lizenz. Das können wir uns mal merken. Machen wir aber sowieso nicht. Ja, du wirst unser Bierkühlschrank. Da gucken wir mal, wo wir dich hinpacken. Wir machen einen großen Bierkühlschrank, nicht den kleinen. Ich habe mich gerade spontan umentschieden. Hallo, ich möchte dich nicht in meinem Warenkorb. Verschwinde! So, gib mir das. Ja, wir haben nur noch eine einzige Lagererweiterung vor uns. Dann ist das das Thema auch erledigt. Bisher reicht uns die Lagerfläche eigentlich auch. Da sehe ich jetzt keine Notwendigkeit einer Mod, muss ich gestehen. Das passt ja eigentlich alles noch so. Ja, aber für die neue Lizenz wird es jetzt, glaube ich, noch nicht reichen. Dadurch, dass wir auch noch einen separaten Kühlschrank gebraucht haben, beziehungsweise wollten. Unbedingt zwingend nötig wäre er jetzt nicht gewesen, aber ich hätte es auch hässlich gefunden, das Bier irgendwo dazwischen zu nötigen. Ich hoffe, das muss überhaupt in den Kühlschrank. Vielleicht hätte ich doch mal abwarten sollen. Sucrete Büder. We need it. Oh, da. Oh, der ist fast leer. Ich hasse fast leere Kartons. Gimme the Kartonage. So. Der Tag neigt sich dem Ende zu. So, irgendwas, was drin. Oh, Salz sieht aber hier. Salzmangel. Damit würde ich mal zum Arzt gehen. Oh Gott, war das schlecht. Moment, ist der noch gar nicht leer? Oh nee, da sind noch zwei drin. Why so salty? Reis. Gute Okay. Immerhin hat euch Ron Robert gerade einen schlechten Reiswitz erspart. Seid ihm gefälligst da. Honeybees. Sag mal, die sind aber heute auch fix. Muss man ehrlich mal, ne? Schnappen mir das Zeug hier immer vor der Nase weg. Bin ich ja jetzt so auch nicht gewohnt. Budget sieht aber tatsächlich insgesamt wunderbar aus. Wenn ich wüsste, was Bier im Einkauf kostet, könnten wir uns das vielleicht doch schon kaufen. Aber ich habe halt keine Ahnung, ob das teuer ist. Ich habe halt Angst, dass wir jetzt die Lizenz kaufen und dann geht es uns wie mit dem Fleisch und so. Und es langt dann hinten und vorne eigentlich überhaupt nicht. Habe ich ein bisschen Angst. Ist das an Kunden für heute? Ja, ich bin mit dem Umsatz jetzt nicht unzufrieden, aber... Mehr wäre auch nicht unbedingt hässlich gewesen. Oh, das da ist noch ein Kunde. Der macht uns jetzt reich. Der macht den Unterschied. Be the difference. Der Kunde ist weg. Wir beenden den Tag. Wir hatten 56 zufriedene Kunden und gehen mit einem Plus von $4.846 in den nächsten Tag. An dem wir es machen, wie jetzt eigentlich immer. Ich bestelle, was wir nachzubestellen haben und dann gucken wir... Ob es eventuell noch für eine neue Lizenz reicht. Och Gott, ich habe viel nachzubestellen. Das wird niemals reichen. Bis gleich. Okay, die Bestellung ist soweit fertig gepackt. Ich ordere und es reicht natürlich noch nicht für die neue Lizenz. Aber das Regal ist voll. Das kann nicht voll sein. Das ist unmöglich. Ich habe, glaube ich, Shampoo statt Seife bestellt. Vielleicht ist es doch nicht so unmöglich. Irrtum versehen. Ja, ich habe Shampoo statt Seife bestellt. Hoppala. Kein Wunder, dass unser Budget nicht reicht. Ja, jedenfalls sollte es aber nach diesem Arbeitstag reichen. Ich meine, es ist soweit alles bestellt und wir haben immer noch $3.000 plus. Morgen sollten wir uns also Bier leisten können. Komm, Randa. Randa. Randale. So. Ist alles voll, jawohl. Ja, kleinere Lücken, das ist
verkraftbar. Gut. Gut, gut. Oh, ja, hier sind auch schon wieder größere Lücken, aber immer noch alles im Rahmen und akzeptabel. Wir eröffnen. Kann man die Treppe da eigentlich auch hochlaufen? Und wenn die Schachtel drauf liegen kann, dann können wir vielleicht auch drauf stehen, so. Habe ich da von der Pizza keine bestellt? Die packe ich schon mal in den Warenkorb. Welche war es? Das war die gemischte Pizza. Das ist doch die von Mafia, oder nicht? Warte. Ja, ist die Mafia-Pizza. So. Den braunen Zucker können wir auf jeden Fall noch ordern. Der war vorhin noch nicht so weit. Wurde dann scheinbar zwischendurch noch leer geräumt. Oh, von dieser Kohle. Ach nee, okay, das passt. Die kann dorthin, dann kann das nämlich weg. Das ist alles komplett richtig so. Ja, von dem Wasser können wir mal noch eins. Water. Boah, wow. So, hier war ich gerade, ne? Ignorieren wir das. Hallo. Orientierungssinn, Kartoffeln eine. Ja. Kuchen. Dann hiervon, glaube ich, zwei und hiervon einer. Ich packe nur schon mal alles, was definitiv morgen bestellt werden kann, weil es halt nun mal aussieht, wie es aussieht. Braunen Zucker hatte ich, oder? Hatte ich? War ich so schlau? Ja. Manchmal möchte ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Ich schaff's immer wieder, mich selbst zu überraschen. Sonst sieht hier aber soweit alles gut aus. Ja, Mozzarella mal noch einen. Ich finde, hier sollte man noch Animateure einstellen können, die die Kunden zum Kaufen animieren. Oder solche Menschen, wie sie in den USA häufiger vertreten sind, in so großen, übergroßen Kostümen mit Pappschildern, die auf den Laden hinweisen. Ich hätte so viele Ideen. Hallo, ich trage ein Kostüm und habe ein übergroßes Pappschild. Kommt alle einkaufen. Lady Flackerhaar. Ob sie gerade von der Arbeit kommt? Moment, nee, sie hat hier hinten gewohnt. Hier. Ich erinnere mich genau. Hinter dem Container war es. Dort. Hier wohnt Lady Flackerhaar. Ich lese... Winchester, das bekomme ich gelesen. Da steht Winchester. Irgendwo steht da auch Flackerhaar. Bin ich mir sehr sicher. Das war sie nicht. Sag mal. Der gute Ferrari-Dieselmotor. Kaufen Sie mehr, kommen Sie rein. Den Tag zu beenden. Den Tag beenden wir noch lange nicht. Wir brauchen noch Umsätze, meine Freunde. Kauft viel, kauft reichlich. Wir wollen die Biermaschinerie starten. Ich würde ja sagen, Freibier für alle, aber das wäre gelogen. Schließlich sind wir immer noch der Mr. Krabs unserer Kleinstadt. Ajo, das war's. Okay, dann beenden wir den Tag. Wir hatten 56 zu viele Kunden, genauso wie gestern, und gehen mit einem Guthaben von 6.381 Dollar in den nächsten Tag, was uns definitiv die nächste Lizenz finanzieren wird. Das aber erst beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und bis dahin.